Neuer Tag, neuer Booster, Folge 1276. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Lorcana. Und es geht weiter. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt die ersten Karten in meinen Ordner einsortiert und muss sagen, das Set hat ja 204 Karten insgesamt. Ja, man sieht's, hier unten ist ja die Nummerierung, das jetzt hier Karte 32 von 204. Und ja, das ist natürlich jede Menge Material und ich befürchte schon, dass wir hier in diesem Set jede Menge fehlende Karten nachher haben werden. Also das wird, wenn ich Glück habe, vielleicht mit 60% gefüllt sein. Davon gehe ich jetzt mal aus. Dingelhopper, erste Karte. Und wenn ich das schon annähernd zufriedenstellend gefüllt haben möchte, dann muss ich mir, denke ich mal, noch ein zweites Display kaufen. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Muss ich mal schauen. Ich will an der Stelle jetzt hier aber noch nichts versprechen. So, Isma, Alchemistin. Dann, ist nur eine? Jawohl. Gestohlener Säbel. Bisher alles noch normale Karten hier. Ich will mal gucken, ob ich das hier heute schaffe zu erkennen, ohne nochmal auf die Liste der Seltenheiten zu gucken. Aurora, Röschen. Dann haben wir Einwickeln. Spiegel des Biests. So, jetzt kommt die erste ungewöhnliche, glaube ich. Schnell weg. Sei hier Gast. Da habe ich als Kenner der Disney-Filme natürlich auch sofort dieses Lied wieder im Kopf, ne? Das ist aber auch teilweise das, was ich immer so ein bisschen nervig fand bei einigen Filmen, dieses Gesinge. Bratpfanne. Ja, die Hauptwaffe von Dornröschen. Nee, Rapunzel. Dornröschen. Nein. Ja. Übrigens auch eine sehr lustige Verfilmung, muss ich sagen. Hat mir echt gut gefallen. Abschaum. Ursulas Spion. Dann haben wir nochmal Aurora, Wächterin der Träume. Hat auch eine andere Nummer als die erste Aurora. Die hier war Nummer 138. Das hier ist Nummer 139. Und die letzte Karte. Wunderspiegel. In Holo. Und er sieht auch echt schick aus. Kann man nicht anders sagen. Ja. Aber ich bin auch mal gespannt. Achso, nee, da kommt ja noch was. Wir haben ja immer noch. Ja, ich habe das Puzzle jetzt komplett. Sorry, dass ich die nicht mehr hier liegen lassen habe, aber ich habe die auch schon mit einsortiert. Aber damit, das ist das fehlende Teil, haben wir das Vierer-Puzzle jetzt auch komplett an dieser Stelle. Sehr schön. Ja, bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.